Ja, hallo, ich grüße dich ganz herzlich hier zu Teil 1 der Sendereihe Venus, wenn sich die Liebesgöttin in dir zu Wort meldet. Ja, dieses Thema habe ich ganz bewusst gewählt, denn es passt nicht nur in die jetzige Stierzeit, ja, in der wir uns gerade befinden und die noch bis zum 19. Mai anhält, sondern es ist auch ein Thema, das über diese Zeit hinaus von Bedeutung ist. Denn das Wissen um die Qualitäten, die Venus verkörpert, ist gerade in unserem Beziehungserleben besonders wertvoll und damit natürlich von besonderer Bedeutung auch im Rahmen dieses Podcasts Liebe auf Umwegen. Und schauen wir uns die Venus einfach mal aus astrologischer Sicht näher an, so regiert sie über zwei Tierkreiszeichen, den Stier und die Waage. Und damit verkörpert sie zwei wesentliche Qualitäten. Ja, im Zeichen Stier steht sie für unsere Werte und für unsere Sinnlichkeit, also für unsere körperliche Genussfähigkeit, und im Zeichen Waage wiederum für unseren Dialog, also für die Art und Weise, wie wir mit unserem Gegenüber in Beziehung treten. Das heißt also, die Venus zeigt zwei Seiten von sich, ja, im Zeichen Stier eine eher erdige, ja, irdische Seite und im Zeichen Waage wiederum eine eher luftige, ja, fast himmlisch anmutende Seite. Und wenn wir diese beiden Qualitäten der Venus, ja, zusammenfassen, dann zeigt sich, ja, nicht nur, wie wir selbst lieben, sondern auch, welche Werte wir bewusst oder unbewusst in uns tragen und welche Werte uns in unseren Beziehungen höchst heilig sind. Daher ist es auch kein Zufall, dass der Stier als Symbol für unser gesamtes Wertesystem unter anderem auch das Wahrzeichen der Finanzmärkte abbildet. Denn in ihm vereinen sich ja sowohl unsere immateriellen, emotionalen Werte als auch unsere materiellen und finanziellen Werte. Und damit liefert uns der Stier im übertragenen Sinne dessen Regentin Venus, ja, genau den Liebeskompass, der uns darin unterstützt, uns unsere wahren Werte und damit auch unsere wahren Beziehungswerte bewusst zu werden. Und da die Venus ja bereits in Kürze, um genauer zu sagen, vom 13. Mai bis zum 24. Juni rückläufig wird und darüber hinaus auch einen spannungsreichen Aspekt mit Neptun in den Fischen bildet, das heißt also der spirituellen Seite in uns, ist diese Rückläufigkeit der Venus, ja, also genau die Zeitspanne zwischen etwa Mitte Mai und fast Ende Juni, ja, eine besonders gute Gelegenheit, unseren Blick nach innen zu wenden und der Stimme in uns einfach etwas mehr Aufmerksamkeit zu schenken, als wir das vielleicht sonst in unserem Alltag tun. Es ist auch eine gute Zeit, dich beispielsweise alter Beziehungen zu erinnern, ja, und dich einfach mal zu fragen, in welchen Situationen du dir selbst fremdgegangen bist, ja, in welchen Situationen du dir entweder in einer alten oder auch aktuellen Beziehung, ja, du dich und deinen eigenen Wert verleugnet hast. Und ich habe das immer wieder erlebt, dass wenn ich rückblickend auf so manche Beziehungen geschaut habe, ist mir teils so vieles klarer geworden, ja, wo ich auf einmal klarer gesehen habe, in welchem Maße ich mir da selbst etwas vorgemacht habe, ja, oder auch in welchem Maße ich mich habe, ja, nachteilig beeinflussen, manipulieren lassen. Oder auch in welchem Maße ich da auch durchaus der einen oder anderen falschen Hoffnung aufgesessen bin. Das heißt also, dieser Rückblick hilft dir, ja, zu sehen, wann und wo sich in dir möglicherweise solche Gefühle wie Scham, ja, beispielsweise gezeigt haben, ja, dass du dich in einer bestimmten Situation für dich selbst geschämt hast, für dein Auftreten, für dein Verhalten, für das, was du gesagt hast, für dein Aussehen. Oder auch solche Gefühle wie Verlustangst oder das Bedürfnis, eine bestimmte Situation kontrollieren zu wollen, nicht loslassen zu können. Oder auch ein Opfergefühl. Ja, also das heißt, ganz allgemein diese Situationen, in denen es dir an Selbstvertrauen gefehlt hat. Denn gerade in den heutigen Beziehungen, ja, wird es immer wichtiger werden, die Beziehung zu uns selbst zu klären, ja, indem wir uns all der unbewussten Mechanismen in uns gewahr werden, die unsere Energie beeinflussen.
und damit genau die Energie, die wir auch automatisch nach außen transportieren. Denn solange du zum Beispiel nicht wirklich bei dir bist, und das ist ja immer dann der Fall, wenn sich die innere Kritikerin in dir lautstark zu Wort meldet und du ihr besonderes Gehör schenkst, ja, dann kippt deine Energie und das ist für den anderen unmittelbar spürbar. Ja, das können dann jene Situationen sein, in denen du dieser kritischen Stimme in dir mehr vertraust als deiner eigenen, ureigenen Stimme in dir, die zumeist wesentlich leiser ist als die kritische Stimme. Das heißt, es braucht dieses Feintuning, ja, dieses Feingefühl, in gerade jenen Situationen beispielsweise, wenn sich dein Gegenüber plötzlich zurückzieht, ja, und die kritische Stimme dir auf einmal flüstert, dass dies nur an dir liegt oder dass du etwas falsch gemacht hast oder dass du ihm nicht wichtig genug bist und, ja. Weil genau das sind die Situationen, genau in solchen Momenten strahlst du eine Energie aus, die den anderen erreicht. Unabhängig davon, ja, ob ihr euch gerade in ein und demselben Raum aufhaltet oder ob ihr meilenweit voneinander entfernt seid. Und um dies mit einem Beispiel zu ergänzen, ja, brauchen wir nur mal einen Blick auf das Symbol der Venus zu werfen, das aus nichts anderem als einem Kreis, ja, und einem darunterliegenden Kreuz besteht. Und wenn du dir das genauer anschaust, ja, gleicht es einem Spiegel. Nicht umsonst wird es auch als der Handspiegel der Venus bezeichnet. Denn in der Astrologie steht der Kreis für unseren Geist, also für unser Denken, ja, und das Kreuz wiederum für die Materie, also im übertragenen Sinne unter anderem auch für unseren Körper. Was nichts anderes heißt, ja, als dass sich unser Denken in unserem Körpergefühl, in unserem Körperbewusstsein und damit auch in unserer Körpersprache widerspiegelt. Und da viele unserer Denkprozesse zumeist unbewusst ablaufen, ja, dürfen wir uns nicht wundern, dass je nachdem, was wir da gerade über uns denken, sich dies auf unseren Körper nachteilig auswirkt. Und in diesem Zusammenhang möchte ich gerne ein persönliches Erlebnis mit dir teilen, das ich vor vielen Jahren in einem Bewusstseinsseminar hatte. Diesen Workshop hatte ich damals gewählt, weil ich meinem, ja, Minderwertigkeitsgefühl endlich auf den Grund gehen wollte. Ja, denn zu jener Zeit gab ich zwar im Außen durchaus das Bild einer selbstbewussten, ja, glücklichen, zufriedenen Frau ab, im Innern war ich mir jedoch meines mangelnden Selbstwertgefühls durchaus bewusst, ja, so auch meiner Angst, mich wahrhaftig zu zeigen, was letztlich auch die Ursache für die vielen Fluchtmechanismen in meinen Beziehungen bildete. Und was ich genau im Rahmen dieses Workshops erlebt habe, dazu möchte ich dir gerne eine Textpassage aus meinem Buch vorlesen. Das Buch mit dem Titel Mont Blanc, wenn das Herz auf seinen Spiegel trifft. Ein Buch, in dem ich, ja, ausgelöst durch die Begegnung mit einem für mich damals wichtigen Seelengefährten über all die Erfahrungen und Herausforderungen spreche, die der Weg der Selbstliebe für mich bereitgehalten hat. Und das Buch habe ich ja auch im Textfeld und unterhalb dieses Videos verlinkt. Und das führt dich auch zu einer Leseprobe, wenn du magst. Die Textpassage, die ich dir jetzt vorlesen möchte, die findest du auf Seite 23-24 im Buch, und zwar im Kapitel Spieglein, Spieglein an der Wand. Im Rahmen eines Bewusstseinsworkshops war ich aufgefordert, einfach mal die Hüllen fallen zu lassen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Eine der wichtigsten Übungen bestand für uns Teilnehmende darin, uns vor den Spiegel zu stellen und uns komplett zu entkleiden, jeder einzeln, also schön der Reihe nach. Das Ganze natürlich vor den Augen der Seminarleiterin und der gesamten Gruppe, Frauen wie Männern. Da ich vom Hörensagen ein klein bisschen wusste, was mich in diesem Seminar erwartete, hatte ich mich schon ein Stück weit, zumindest mental, darauf vorbereitet. Ich stellte mir die Situation immer und immer wieder vor meinem geistigen Auge vor, bis ich mir einredete, ach, so schlimm wird es nicht werden, immerhin gehe ich auch nackt in die Sauna und gefalle mir im Großen und Ganzen so, wie ich bin. Das wird schon schief gehen.
Ja, und es ging tatsächlich schief, beziehungsweise kam ganz anders als von mir im Vorfeld gedacht. Denn noch nie zuvor hatte ich mich in meinem Leben so schonungslos vorgeführt, entsetzlich nackt und gnadenlos hässlich gefühlt, wie in jener halben Stunde meines Live-Auftritts. Und damit hatte ich nicht gerechnet. Nichts gefiel mir mehr an mir, noch nicht einmal mein Gesicht, das ich ansonsten ganz hübsch finde. Und das war erschütternd. Vor diesem Spiegel, der einer Lupe mit enormem Vergrößerungspotenzial glich, kam ich mir einfach nur furchtbar klein, stinkig, hässlich und wertlos vor. Stinkig schon allein deswegen, weil mir beim Anblick meines Spiegelbildes plötzlich kalter Schweiß den Rücken runterlief. Meine Poren kannten offenbar keinen Halt mehr. Alles Falsche und Gekünstelte, das sich in Form von Selbstlügen über viele Jahre wie Gift in meinem Körper abgelagert hatte, kam zum Vorschein und ich konnte es nicht aufhalten. Ich musste zusehen, wie mein Körper vor all diesen anderen Menschen vor sich hinschwitzte, zitterte und weinte, ohne dem entfliehen zu können. Hier gab es kein Make-up, das meine Blässe oder meine Augenfalten hätte mildern können. Auch gab es keine Kleidung, die meine unliebsamen Rundungen hier und da hätte verdecken können. Noch Schuhe mit Absätzen, die mich hätten größer erscheinen lassen, als ich in Wahrheit bin. Ja, diese Zeilen habe ich dir vorgelesen. Ja, im Buch geht es natürlich weiter und ausführlicher, um dir einfach mal einen kleinen Vorgeschmack darauf zu geben, wie auf einmal, ja, wenn sich unser ganzes Bewusstsein, wenn wir unsere ganze Aufmerksamkeit auf unseren nackten Körper lenken, was da auf einmal alles in Erscheinung treten kann. Das sind dann auf einmal diese tief in uns verankerten Glaubenssätze, die sich auf einmal in unser Bewusstsein drängen können, sobald wir unser Spiegelbild näher betrachten. Und so kann ich dich nur dazu einladen, ja, vielleicht eine solche Übung vor dem Spiegel einfach mal selbst auszuprobieren. Ja, du musst es natürlich nicht im Rahmen eines solchen Workshops, ja, vor wildfremden Menschen machen, wie ich das getan habe einst, sondern einfach mal zu Hause, ja, dich vor den Spiegel stellen und das 10 Minuten lang. Und wenn du dann ganz bewusst bei dir bist, ja, im Beobachten deines Körpers und gleichzeitig im Beobachten deiner Gedanken, dann wirst du ja all der Glaubenssätze in dir gewahr, die sich auf einmal ganz stark oder lautstark sogar in dir melden, ja. Und um genau diese Glaubenssätze geht es, die gegen dich arbeiten, ja, die Glaubenssätze, die kontraproduktiv sind und die gewandelt werden möchten. Das können dann solche Glaubenssätze sein wie: Ich bin nicht schön genug, nicht wertvoll genug oder das oder jenes könnte noch besser sein an mir und, ja. Also diesen Dialog in dir ganz bewusst auf leise zu schalten, indem du nur noch wertvolle Gedanken über dich zulässt. Und natürlich, das ist mir bewusst, ja, das ist leichter gesagt als getan, ja, nicht anders habe ich es erlebt, weil das ist ein fortschreitender Prozess, ja, auf den wir uns da einlassen, umso tiefer wir in Kontakt mit uns selbst treten. Und doch möchte ich dich ermutigen, ja, weil umso mehr du dich darauf einlässt, auf diese Verbundenheit, auf die Verbindung zu dir selbst, ja, entsteht auch immer mehr dieses Gefühl in dir, dir selbst genau das wert zu sein, was du dir erträumst. Und dazu gehört auch, ja, dass du dich selbst so annimmst, wie du bist. Ja, das ist das, wozu dich auch die Venus auffordert, dir genau das wert zu sein, was du dir auch auf Beziehungsebene wünschst. Und dir in diesem Zusammenhang auch die Zeit zu schenken, also auch die Geduld aufzubringen, bis sich genau dieser, also dein Wunsch, erfüllt. Und dazu gehört auch, auf dein Gefühl zu vertrauen, ja, und auf deine innere Stimme. Und auch wenn mancher Ratschlag vielleicht von einer Freundin, ja, der besonders gut gemeint ist, ja, dich erreichen mag, so ist es doch wichtig, genau das Gesagte, ja, was dich aus dem Außen erreicht, auch immer mit deinem Innersten abzugleichen. Ja, also, und es geht dann in dem Zusammenhang auch darum, auch einfach mal streckenweise, ja, eine gewisse Ungewissheit auszuhalten.
ja, klar damit zu kommen, auch einfach mal nicht zu wissen, wie, wann und wohin sich diese Beziehung genau entwickelt. Ja, auch klar damit zu kommen, dich über gewisse Strecken hinweg auch mal, ja, mit dir alleine zu sein und dich voll und ganz deinem Leben, ja, deinem Weiterkommen und deinen persönlichen Wünschen zu verpflichten. Und ich kann dir nur aus eigener Erfahrung sagen, dass ein solches Vorgehen deine Energie enorm hebt. Ja, so zeigt dir deine Venus, deine Geburtsvenus vor allen Dingen, ja, genau den Weg auf, wie du in Beziehungen für dich selbst, ja, auf eine wirklich glaubhafte, authentische und zunehmend gesunde Weise einstehen kannst und wie du deine Selbstliebe von Tag zu Tag mehr stärken kannst. Und in dem Maße, in dem du für deine eigenen Werte einstehst, passt sich auch deine Energie diesen Werten an. Ja, was wiederum dazu führt, dass du zum einen entweder deine aktuelle Beziehung auf eine neue, bewusstere Ebene heben kannst oder aber einen neuen Partner anziehst, wenn du gerade alleine bist beispielsweise, dessen Energie, ja, und Bewusstseinsfrequenz deiner gleicht. Und ich bringe hier immer gerne das Beispiel vom Radiosender an. Umsonst spielt da draußen ja auf sämtlichen Radiosendern die Musik, wenn du nicht weißt, welcher Frequenz es bedarf, um genau jenen Radiosender zu finden und einzuschalten, der deine Lieblingsmusik spielt. Ja, das Wissen darum, was dir wirklich gut tut, also welche Art von Musik du gerne hörst, im übertragenen Sinne, welche Art von Partner du dir in deinem Leben wünschst, ja, also einen Partner, mit dem du eine ähnliche Gesinnung, eine ähnliche Lebensausrichtung teilst, ist genau das Wissen, das dich auch in Beziehungen befähigt, ja, dir selbst treu zu bleiben und einen wirklich gleichgesinnten Partner in dein Leben zu ziehen. Und je nachdem, in welchem Tierkreiszeichen sich deine Geburtsvenus befindet, ja, erhält sie eine ganz individuelle Färbung und transportiert damit einen Wert, der dich und dein Beziehungserleben, ja, bereichern kann. Und welche persönliche Botschaft, ja, deine Geburtsvenus für dich bereithält, erfährst du bei Interesse in Teil 2 dieser Sendereihe, ja, zu der ich dich jetzt ganz gerne einladen möchte. Die Sendereihe habe ich auch verlinkt, ja, im Textfeld unterhalb dieses Videos. Und die Botschaft findest du gleichzeitig auch in meinem Blogartikel, der ebenfalls verlinkt ist, ja, falls du eher eine kleine Lektüre für den Abend bevorzugst, ja. Ja, und damit komme ich auch schon zum Abschluss und ja, sag an dieser Stelle Dankeschön für deine Aufmerksamkeit. Ja, danke, dass du hier zugeschaltet hast und auf bald bis zum nächsten Beitrag im Rahmen dieses Podcasts Liebe auf Umwegen.